Gut, wir sind damit mit den Verständnisfragen zu Ende. Die Diskussion fängt ja jetzt richtig an, keine Angst. Aber Professor Ittenhofer wollte zunächst mal was sagen. Ja, Herr Hexler, Sie waren so freundlich, am Schluss jetzt doch eine These zu vertreten, mit der wir eine Kontroverse starten, zumindest wird es ja langweilig. Sie haben ja so zum Schluss gesagt, Sie glauben nicht an eine Weltregierung, die ihr internationales Abkommen dann durchsetzen kann und CO2-Preise, und haben damit meine Forderung nach CO2-Bepreisung in das Reich der schönen Ideen eines Professors verbannt, die zwar nett sind, aber vollkommen unrealistisch. Und da möchte ich jetzt ein starkes Gegenargument machen, und ich hoffe, dass ich Sie davon überzeugen kann, dass die ganze Geschichte ein bisschen anders ausschaut. Ich glaube, wir können uns schnell verständigen darauf, dass die großen Klimakonferenzen bislang gescheitert sind und wir müssen dort andere Wege gehen. Aber wir haben doch eine Finanzkrise. Diese Finanzkrise gibt es nicht nur in Europa, sondern die Staaten der Welt sind in ihren finanziellen Handlungsspielräumen entscheidend eingeschränkt. Entscheidend eingeschränkt. Und wir sehen, dass in den Schwellenländern China, Indien, auch in den Vereinigten Staaten erhebliche, und zwar in den nächsten zwei Dekaden, erhebliche Infrastrukturinvestitionen notwendig werden, da getätigt werden. Das ist geradezu gewaltig, erregend, welche Infrastrukturinvestitionen in Afrika geplant sind. Wie sollen Staaten diese Infrastrukturinvestitionen in Netze, in Straßen stemmen? Es gibt genau vier Wege. Der erste Weg ist, man kann Kapital besteuern. Kapitalbesteuerung ist schwierig, weil Kapital sehr mobil ist. Man kann Arbeit besteuern mit erheblichen sozialen Verwerfungen. Man kann die Verschuldung erhöhen, was die Finanzmärkte nicht akzeptieren werden. Was kann man noch machen? Man kann aus meiner Sicht CO2 besteuern, in Klammer auf, auch einen Emissionshandel mit Auktionierung in Gang setzen, und aus diesen Erlösen und aus dieser CO2-Steuer in erheblichem Maße neue finanzielle Handlungsspielräume geradezu für produktive Infrastrukturinvestitionen gewinnen. Das hätte vor allem einen Vorteil. Damit hat man ein CO2-Preissignal und man verhindert, dass wir jetzt einen Effekt erzeugen oder uns geradezu eine Sackgasse manipulieren. Wenn Sie sich mal vorstellen, in China wird in den nächsten 20 Jahren die Emissionstrajektorie für die nächsten 7 Dekaden festgelegt. Es gibt im Jahr 2030 in China keine Möglichkeit mehr, die Emissionen zu reduzieren, wenn man nicht den volkswirtschaftlichen Kapitalstock in entscheidendem Ausmaß entwerten wird. Das heißt also, es ist wichtig, jetzt ein Preissignal zu haben. Und ich würde Ihnen recht geben, es ist unwahrscheinlich, dass wir morgen ein globales Abkommen haben werden. Aber eine CO2-Besteuerung ist aus meiner Sicht A, möglich und notwendig, um finanzielle Handlungsspielräume für öffentliche Investitionen zu gewinnen, B, hilfreich, weil durch das CO2-Preissignal verhindert wird, zumindest anfänglich verhindert werden kann, dass Volkswirtschaften in China, in Indien, aber auch in Afrika sich eine Infrastruktur aufbauen, die so kohlenstoffintensiv ist, dass es am Ende nicht mehr möglich sein wird, dann die Emissionen dauerhaft zu senken. Und das ist aus meiner Sicht eine Verbindung von Klimakrise und Finanzkrise, die viel zu wenig bedacht wird. Und damit rückt, meine ich, die CO2-Bepreisung etwas mehr aus dem Reich der verrückten Ideen von Professoren in die politische Realität. So, schönen Dank. Ich habe schon mal drei Wortmeldungen gesehen, registriert. Sie kommen alle dran, keine Angst. Ich wollte nur nachher die Diskussion ein bisschen strukturieren und irgendwann auf die spannende Frage kommen, die Herr Professor Ittenhofer ja aufgerissen hat. Ist tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur die Senkenfrage die Frage oder auch die Ressourcenbegrenzung? Aber wir haben es ja schon ein bisschen andiskutiert, da kommen wir sicher noch zu sprechen. Jetzt fange ich der Reihenfolge mal an. Vorne waren, ich glaube, Sie waren der Erste. Bitte, wenn Sie auch kurz einen Namen sagen und dann die Frage. Ja, Wolfgang Wolf, Arbeitskreis für ökologische Energiegebogene. Sie haben jetzt alles konzentriert auf die Atmosphäre, das ist verständlich von Ihrem Herkommen. Aber ich habe gehört, dass es einen Peak Oil gibt und dass es einen Peak Everything geben wird und dass die seltene Erde und der die Düngemittel und ich weiß nicht was, ein ganzer Rattenschwanz von Dingen, wenn wir exponentiell weiter wachsen, wir haben das ja sehr schön gezeigt, dass das alles knapp werden wird und dass diese Blauäugigkeit, ich muss mich entschuldigen, wenn ich das so deutlich sage, die ich hier von Ihnen beiden in Bezug auf die Machbarkeit eines weiteren exponentiellen Wachstums
gesehen habe. Das widerspricht eklatant allem, was ich über die Verfügbarkeit von vielen Schlüsselelementen gehört habe. Ich glaube, das wär lohnend. Ich würd gern antworten. Dann machen Sie. Also Sie haben eine wichtige Frage. Ich möchte Ihnen jetzt mal ganz kurz ein Gedankenexperiment vorführen. Ich sage Ihnen ganz offen, Peak Oil gibt es nicht. Jetzt lachen Sie und werden sagen, der spinnt. Wie kann er das beweisen? Ich will Ihnen jetzt mal Folgendes zeigen, was passiert ist in den letzten 20 Jahren. Wozu führt ein steigender Ölpreis? Und ich bitte Sie einfach mal, ich bin nicht auf CO2 versessen. Ich habe die Ressourcenfrage sehr wohl im Blick. Wozu führt ein steigender Ölpreis? Ein steigender Ölpreis führt in allererster Linie dazu, dass die Investitionen in die Exploration neuer Ölfelder zunehmen, und zwar dramatisch zunehmen. Und das ist die Realität der letzten 20 Jahre. Und das Schlimme war, wir sind erfolgreich damit gewesen. Und zwar nicht nur mit der Exploration der konventionellen, vor allem der nicht konventionellen. Ich sage nicht, dass der Ölpreis mittelfristig nicht steigen wird. Der wird mittelfristig steigen. Aber der wird die Investitionen weiter anreizen in die Exploration. Und vor allem, er wird dazu führen, dass die nicht konventionellen Ölfelder und vor allem auch die nicht konventionellen Ölsande, wie zum Beispiel in Alberta, rentabel werden. Und ich kann Ihnen eines sagen, ein steigender Ölpreis ist ein Desaster für den internationalen Klimaschutz. Selbst wenn Sie recht hätten mit Ihrer Peak-Oil-These, selbst wenn Sie recht hätten, würde das Problem nicht lösen, sondern dramatisieren. Vor 20 Jahren war Kanada in den internationalen Klimaverhandlungen ein leidlicher Bundesgenosse. Durch den erwarteten hohen Ölpreis wird der Abbau der Ölsande rentabel. Und seither will Kanada von einem Klimaschutz nichts mehr wissen. Der steigende Ölpreis setzt die internationale Klimapolitik unter weiteren Handlungsdruck, weil eben genau diese Investitionen, diese neuen Ölfelder stattfindet und vor allem das nicht konventionelle Öl rentabel wird. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte Ihnen gerne die Grafik zeigen sollen, wie viel an fossilen Energieträgern wir im Boden haben. Das sind 12.000 Gigatonnen C. 12.000 Gigatonnen C. Und 230 Gigatonnen C dürfen wir noch in der Atmosphäre ablagern. Also es möge mir bitte niemand erzählen, dass die Ressourcenfrage die entscheidende Frage ist, es ist die Senkenfrage. Und ich denke, Sie haben, Herr Häcksel, das berichtet aus der Enquete-Kommission, wo ich ja zweimal vorgetragen habe. Ich denke, das wird eine der ganz großen, wesentlichen Einsichten sein. Der Enquete-Kommission, ich behaupte nicht, dass die Preise für die fossilen Energieträger nicht steigen werden. Die werden steigen. Aber gerade weil die Preise steigen und damit Explorationsaktivitäten ausgelöst werden, löst das nicht das Problem, sondern verschärft das Problem. Ich muss jetzt allerdings an dieser Stelle auch als Moderator kurz was dazu sagen. Natürlich. Ich bin ja Umweltschützer. Wenn ich jetzt dran denke, ich bin auch Ökonom von Haus aus, theoretisch alles richtig, höherer Preis und dann größere Nachfrage. Nur, die Bedingung, Sie müssen überlegen, was passiert, wenn Sie jetzt vor Mexiko in mehreren tausend Metern Tiefe neue Ölexplorationen machen wegen dem gestiegenen Ölpreis und damit auch der Ermöglichung der Kosten für diese Maßnahmen. Steigen die Umweltrisiken potenziell an. Aber das bestreite ich doch überhaupt. So, potenziell an. Und das ist doch der Punkt. Sie müssen nur das berücksichtigen bei den möglichen Ressourcen, was das unter welchen Umständen. Aber das bestreite ich doch überhaupt nicht. Aber dann stehen Sie doch nicht zur Verfügung eigentlich. Nein, jetzt warten Sie mal. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich bestreite nicht die Umwelteffekte. Ich bestreite das in gar keiner Weise. Nur. Die Frage ist, wie internalisiert man denn diese Umwelteffekte? Und das Entscheidende, nicht das Einzige, ist eine CO2-Bepreisung. Wenn Sie keinen CO2-Preis haben, wird es zu nichts anderem führen, als dass wir zu mehr Nutzung fossiler Energieträger beitragen. Ich bestreite doch überhaupt nicht, dass da keine Umweltprobleme entstehen. Aber die Hoffnung, die Sie suggerieren, und jetzt nehme ich Sie als Moderator und greife Sie ein bisschen an, aber Sie können sich erwehren. Es ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Illusionen und Lebenslügen, die heißt, lasst doch die internationalen Klimakonferenzen auf sich beruhen, die bringen nichts. Es ist die Knappheit, die Preissteigerung bei den fossilen Energieträgern, die uns gewissermaßen auf den Pfad der Tugend zwingen. Gegen diese Illusion wehre ich mich. Gut, das habe ich zwar nicht gesagt, aber es war hier vorne noch eine Wortmeldung, waren Sie da dabei? Oder irgendjemand war vorne, das sind nicht mehr.
Dann waren Sie darf in der. Darf ich einen Satz noch dazu sagen? Bitte, Sekunde. Vielleicht noch einen Satz zum Erdöl und Kohle, haben Sie was gesagt, das muss ich nicht wiederholen, bin der gleichen Ansicht, weil Sie seltene Erden genannt haben, das ist ja auch mal in der Diskussion. Die seltenen Erden heißen nur seltene Erden, weil sie an einer bestimmten Stelle des Periodensystems stehen. Sie gibt es en masse auf der Welt. Das ist kein Problem. Sie müssen sie nur anders erschließen. Also auch da haben wir keine Knappheit in dem Sinne, auch keine Umweltschäden, sondern da müssen wir eine andere Diskussion führen. Also ansonsten ist in der Erdkruste alles Mögliche ausreichend vorhanden. Das ist also keine Hoffnung, dass das begrenzt ist. Da gebe ich Herrn Ehlen aber völlig recht. Sondern wir müssen es anders diskutieren. So, jetzt sind Sie aber dran, bitte. Wenn Sie auch kurz vorstellen. Ja. Oder wenn das Wirtschaftswachstum gefährdet ist, dann sagt der Staat, er will das nicht. Also, oder die Unternehmen haben so viel Einfluss durch die Lobbyarbeit. Also da läuft doch niemand dran, dass durch eine Kohlendioxidbesteuerung, dass da irgendwas in Gang gesetzt wird. Ein Ausweg wäre, so eine Art Kohlendioxidfilter, wenn sowas gehen würde, und das dann als Pflicht für die Unternehmen, also da, wo Kohlendioxid ausgestoßen wird. Aber ich weiß nicht, also zumindest sollte man die Forschung da sehen. Das wäre eine Lösung, wenn das funktionieren würde. Okay, ich steige jetzt vor mir, sammeln ein paar Wortmeldungen, dann kommen wir dran. Ja, bitte. Ja, Reinhard Bock, meine Frage geht in die gleiche Richtung. Es gibt ja schon den Emissionshandel für CO2. Bis jetzt gibt es ja völlig unrealistische Preise dafür. Wie stellen Sie sich denn vor, dass Sie überhaupt zu realistischen Preisen, also die externalisierten Kosten, ein Stück weit abbilden, kommen, vor dem Hintergrund, dass Sie sich in der Ampel-Kommission zum Beispiel schon nicht einig werden über irgendwas vor dem Hintergrund, dass die großen Industrien zum Beispiel bei der EEG-Umlage alle ausgeklammert sind und auf die Privathaushalte ausgelagert werden. Das ist ja die politische Situation. Und wie soll das weltweit, und da würde ich sagen, Sie haben sich selber gerade schon so ein bisschen als Professor, der lustige Ideen hat, dargestellt, wie stellen Sie sich denn realistisch vor, dass man das umsetzen soll? Das frage ich mich. Ja, also das würde ich Ihnen gerne, da würde ich Ihnen gerne mal darauf antworten. Also erstens mal, bei dem Emissionshandel. Da frage ich zurück, wie kommen Sie eigentlich darauf zu sagen, der Emissionshandel funktioniert nicht in Europa? Wir haben eine CAP festgelegt und der Emissionshandel hat die CAP geliefert. Wer lacht da bitte? Ja, jetzt warten Sie mal. Das Entscheidende ist doch, die CAP wurde geliefert. Und wir haben auch eine Festlegung über das Jahr bis zum Jahr 2020, dass die CAP, also die Emissionsobergrenze, eingehalten ist. Und jetzt frage ich Sie, und ich kann Ihnen gerne erklären, warum der Preis so niedrig ist, wenn eine CAP eingehalten wird, zu einem niedrigen Preis, wo besteht denn da eigentlich das Problem? Da sollten wir doch uns darüber freuen, dass wir die Techniken offensichtlich so billig zur Verfügung haben, dass wir das mit 8 Euro pro Tonne CO2 schaffen. Also ich finde das ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, und da erwischen Sie mich auf einem völlig verkehrten Fuß, wenn jemand sagt, der Emissionshandel funktioniert. Nicht, der Emissionshandel in Europa hat funktioniert, weil die Emissionsobergrenze eingehalten ist und nicht nur eingehalten wird, sondern bis zum Jahr 2020 abgesenkt wird. So, und jetzt kann man die Frage stellen, gibt es am Emissionshandel Konstruktionsfehler? Und da sage ich Ihnen, ja, die gibt es. Und es gibt genau drei. Das erste, warum die Preise so niedrig sind, hat damit zu tun in Europa, dass wir die sogenannten CDM-Zertifikate, also die Clean Development-Zertifikate, zugeflossen sind, die den Preis gedrückt haben. Der zweite Effekt war, es war der Konjunktureinbruch. Und der dritte Effekt, der einen geringeren Anteil hat, ist, dass die Erneuerbaren in den Markt gekommen sind und die den Preis des Emissionshandels gedrückt haben. Und jetzt möchte ich Sie mal fragen, wie kommen Sie dann vor dem Hintergrund auf die Idee zu sagen, der Emissionshandel funktioniert nicht im Hinblick auf die Umwelteffektivität. Wir müssen den Emissionshandel erweitern, wir brauchen die neuen Sektoren, aber sozusagen Ihre, wenn ich das so sagen darf, Ihre professorale Einlassung, es funktioniert ja alles nicht, das stimmt so nicht. Okay, danke. Es gibt zwei Nachfragen, hinten und Sie. Ich bin ja nun leider, aber was ich bisher begriffen habe, ist, dass das Steuerungsinstrument dieses Emissionshandels mit 8 Euro, ich hatte noch 7 Euro im Kopf, dass das die externalisierten Kosten in keiner Weise, diese gesellschaftlichen Umweltkosten und so weiter, abbildet. Also das ist im Grunde ein Spottpreis, den man da zahlen muss. Das mag Gründe haben, kann ja sein. Aber wenn Sie sagen, es ist ein Steuerungsinstrument, weil wir an die Reichen nicht rankommen oder weil wir das und das nicht machen können, weil das Kapital so flüchtig ist und wie ein Reh und immer abhaut, dann frage ich mich, kann das ein Weg sein? Und wenn wir nicht mal schaffen, Flugbenzin zu besteuern, wenn wir nicht schaffen, die großen Industrien mit
in die EEG-Umlage zu nehmen, weil die ja so viel Strom brauchen, dann frage ich mich, ist das ein realistischer Weg? Und dann ist es noch die zweite Frage, natürlich werden die USA und Russland und weiß ich nicht was, die machen ja erstmal noch nicht mit an diesem Emissionshandel. Wenn, dann müsste das ja eine weltweite Geschichte sein, oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie nicht falsch. Das muss eine weltweite Geschichte sein. Ich will Ihnen aber trotzdem sagen, ein Land wie Australien, das in erheblichem Maße von Kohle abhängt, hat im Juli diesen Jahres einen Emissionshandel eingeführt. Und die entscheidende Frage, das entscheidende Steuerungsinstrument, umweltpolitisch und klimapolitisch, ist doch, dass wir die Emissionen absenken wollen. Es geht doch nicht darum, dass die Emissionen teuer sind, sondern dass die Emissionen sinken. Und wenn sozusagen die Kosten dadurch internalisiert werden können, indem wir sagen, wir haben eine mengenmäßige Minderungstrajektorie, absolutes Absenken der Emissionen in Europa. Und das kann aufgrund des technischen Fortschritts zu einem günstigen Preis bereitgestellt werden. Dann frage ich Sie, wo liegt dort der Fehler? Der Fehler liegt darin, dass wir die zum Beispiel externalisieren, die Produktion nach China setzen. Und schon haben wir hier wieder weniger Ausstoß. Aber das ist eine Antwort, das ist erstens mal, hat das nicht stattgefunden, wir externalisieren Es gibt im Moment noch Steuerzuschuss dafür, dass ich eine Firma nach. Nee, aber da vermischen Sie jetzt einfach verschiedene Dinge. Sie müssten sozusagen doch zunächst mal akzeptieren, dass der Emissionshandel, also wenn Sie das nicht bestreiten, ist das ja ein erster Schritt zum gegenseitigen Verständnis, der Emissionshandel hat in Europa die CAP geliefert. Und wir können doch nicht jedes Mal, wenn wir ein Instrument einführen, dann sagen, aber dann muss das sozusagen sofort weltweite Wirkung haben. Das geht Schritt für Schritt und wenn sozusagen das mal geleistet ist, können Sie nicht einfach behaupten, ohne Widerspruch von mir zu ernten, der Emissionshandel funktioniere nicht. Gut, jetzt machen wir aber ja, die Diskussion jetzt, ja. Bitte, sonst sind ja noch mehrere da. Herr Hexler wollte auch dazu. Ja, ich verstehe die Frage schon, aber ich denke, da Ihnen hat das schon recht. Außerdem, ich finde natürlich nicht, dass Sie eine verrückte Idee haben, sondern ich habe mir eine Kontroverse auch gezeigt, dass in der Tat diese Umsetzungsproblematik, die der Herr sagt, besteht. Ja, ja, natürlich. Wenn nämlich die USA mitmachen würden oder China, sieht die Welt anders aus. Aber die machen nicht mit. Im Moment machen sie noch nicht. China hat einen Emissionshandel eingeführt. Ich wollte nur sagen, das Problem ist zum Beispiel für Europa gesehen, dass wir es da erhalten müssen. Wir haben bei der Konstruktion am Anfang vielleicht nicht gewusst, wie schnell die Entwicklung geht. Wenn man zum Beispiel unter Umständen zum Beispiel gesagt hätte, okay, immer wenn die erneuerbaren Energien steigen, was ja bei uns der Fall ist, dann muss sozusagen die Menge reduziert werden. Dann wäre der Preis jetzt nicht bei 8 Euro, sondern wahrscheinlich bei 10 oder 11. Also wir müssen darüber nachdenken, wie wir das Instrument so verfeinern, dass die Effekte erreicht werden sollen. Und der Effekt, der erreicht werden soll, ist, dass weniger CO2 emittiert wird. Das ist der Effekt, der erreicht werden soll. Da würde ich auch bei Europa verbleiben. Das ist ganz klar. Es muss auch wieder teurer werden. Die Frage ist, wie erreichen wir das? Die EU-Kommission will ja jetzt die Sache verknappen. Wie sie das macht, ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich ist das richtig. Gut, ich hätte jetzt, ja, Sie hatten sich noch gemeldet, bitte. Ich muss wirklich sagen, so ist doch das nicht. Zunächst mal müssen Sie doch... War ja eine Frage von Ihnen. Ja, naja, da schwingen immer so Behauptungen mit. Das ist eigentlich alles ein Blödsinn und das ist natürlich jetzt auch durch den Betrugsskandal bei der Deutschen Bank hat natürlich das Emissionshandelssystem, ist das nicht gerade eine große Reklame, das sehe ja alles ein. Aber zunächst mal ist es doch so, wenn Sie mengenmäßig die Zertifikate verknappen und die Kommission hat sie verknappt, und sie diskutiert im Augenblick darüber, ob sie weiter verknappt. Ist es doch klar, dass über diese Grenze hinaus nicht weiter emittiert werden darf. Und wenn Sie dann sagen, ein Unternehmen muss, wenn es emittiert, im Augenblick haben wir das nur im Stromsektor, wenn es emittiert, muss sich ein Zertifikat kaufen und gibt es sozusagen dann im Preis weiter, im Strompreis, dann ist darin zunächst mal nichts Fehlerhaftes, weil in allen Preisen, sich die Preiserhöhung für CO2 zum Ausdruck kommen muss. Was aus meiner Sicht ein Fehler war, ist, dass wir den Konzernen die Zertifikate geschenkt haben, anstatt sie zu versteigern. Das wäre der richtige Weg gewesen. Das war ein Fehler und das war teilweise politisch gewollt, weil es am Anfang nicht umsetzbar war. Das ist sozusagen der entscheidende Schritt. Aber der Punkt ist doch, am Ende ist die Umweltwirkung eingetreten.
und sie ist sogar zu relativ geringen Kosten eingetreten, belastet also die Verbraucher relativ wenig. Da ist doch die Kernbotschaft, wir können uns eigentlich Klimaschutz leisten. Das ist doch da die Botschaft. Gut, ich wollte jetzt aber mal vom Instrument Emissionshandel wegkommen. Es ist ein Instrument unter vielen, die nach Rom führen oder auf mich führen. Ich würde mal das Beispiel noch sagen, die zwei Diskutanten, vielleicht können Sie auch da sich mal auseinandersetzen, nochmal zur Knappheit zurück. Es gibt ja ein Gut, das Gut Boden, landwirtschaftliche Fläche, ganz wichtiges Thema, Sie wissen alle, Landgrabbing, Stichwort. Es gibt immer weniger pro Kopf, immer weniger landwirtschaftliche Fläche, da hängt natürlich auch mit dem Wachstum der Bevölkerung zusammen, die zur Verfügung steht. Und wir haben etwa in Deutschland zurzeit so einen Verbrauch pro Kopf, pro Tag von fast knapp 80 Hektar. Schleswig-Holstein, die Fläche von Schleswig-Holstein ist schon versiegelt in Deutschland und der Trend geht weiter. Da einfach die Frage an die beiden Diskutanten, wie sie das sehen, Knappheit des Gutes Boden und wie sie das mit der Philosophie ja, des Weiterwachsens in Zusammenhang bringen. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Und ich wollte nochmal sagen, André, die Philosophie des Weiterwachstums habe ich jetzt nicht gehört und auch nicht gesagt, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Wachstum nicht exponentiell nach oben geht. Das geht nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, es steigt auch faktisch empirisch. Also das ist keine Lösung. Die Frage ist anders zu stellen bei der Ernährung. Wir haben ja vorher gesehen, 7 bis 9 Milliarden, vielleicht sogar 10. Wie wollen wir sie ernähren? Ich sage mal ganz klar, wir können das nicht, indem wir sozusagen sagen, okay, jeder legt sich einen Schrebergarten an. Das geht nicht. Sondern wir müssen die bebaubaren Flächen auf der Welt, einschließlich der Gürtelzone in der Sahara, mit geeigneten Mitteln dazu bringen, dass man da wieder was anbauen kann. Und zwar sowohl durch eine vernünftige Bodenbearbeitung, eine vernünftige, wie durch die sozusagen, wie durch die, das Einbringen von Know-how für die Menschen, damit sie mit ihren Mitteln das regional schaffen. Das heißt also, für Europa und Deutschland ist die Welt anders. Wir haben jetzt 1-3% noch der Bevölkerung, die in diesem Bereich arbeiten. In Deutschland ist das kein Problem, aber auf der Welt müssen wir die verfügbaren Flächen so nutzen, dass wir die Ernährung anheben können. Und das wird nur industriell gehen, aber es muss vernünftig industriell gemacht werden. Ich bin absolut dagegen zu sagen, okay, wir verbreiten also das Thema, eine Art Landidylle kann uns bei diesem Problem lösen. Das wird nicht gehen. Und auch da brauchen wir wieder eine vernünftige Energie, damit die Menschen diese Böden so bewirtschaften können, dass sie nachhaltig sind, dass es eine vernünftige Fruchtfolge gibt, dass keine Plantagen unnötig abgeholzt werden, dass zum Beispiel auch die Produktionskette geschlossen wird. Es ist ein Wahnsinn, dass zum Beispiel Zuckerrohr oder Bambus verbrannt wird. 90% dieses Stoffs wird nicht genutzt. Oder nehmen Sie unsere Wälder, da wird 60% des Stoffs nicht benutzt. Wir können aber mit diesen 60% der Wälder bei der Papierherstellung was machen. Also wir können die Sachen, die wir erzeugen auf der landwirtschaftlichen Fläche, anders nutzen, bis zu einem Wirkungsgrad bis nahe 100%. Wenn wir das täten, könnten wir das Ernährungsproblem lösen. Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema angeschnitten haben, Boden, weil dort sehe ich ehrlich gesagt das Problem relativ dramatisch. Und das möchte ich ganz kurz beschreiben, warum. Es sind im Wesentlichen zwei Effekte. Also wir müssen uns über einen Sachverhalt im Klaren werden. Wenn wir uns von den fossilen Energieträgern verabschieden, verabschieden wir uns von Energieträgern mit hoher Energiedichte. Erneuerbare Energien, und zwar nicht nur die Biomasse, haben einen höheren Landbedarf. Faktor 1. Faktor 2. Der steigende Ölpreis hat nicht nur Wirkungen auf die Explorationstätigkeit, der hat vor allem eine Wirkung, dass er in den letzten 7 Jahren schneller gestiegen ist als alle Nahrungsmittelpreise. Wozu führt es? Auch ohne Subventionen in Brasilien wären Biokraftstoffe erzeugt worden über Ethanol und zwar in ganz dramatischem Umfang. Das hat dazu geführt, der steigende Ölpreis, dass die Abholzung vor allem in Indonesien dramatisch zugenommen hat. Der steigende Ölpreis determiniert nicht nur das Geschehen auf den Agrarmärkten im 21. Jahrhundert, sondern der steigende Ölpreis wird einer der Hauptverursacher sein für die zunehmende Abholzung. Dann kommen sozusagen die Ansprüche an Biodiversität, ein Thema, das wir heute nur gestreift haben, das aber größte Bedeutung hat, weil wir werden ganze Biodiversitätsreservate ausweisen müssen. Das heißt also mit anderen Worten, die Beanspruchung an landwirtschaftlichen Boden
Die Beanspruchung für die Senken wird enorm zunehmen im 21. Und ich halte den Boden eigentlich für einen der ganz großen wiederkehrenden Knappheitsfaktoren im 21. Jahrhundert. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Stellen Sie sich mal eigentlich vor, wenn die Ansprüche an den Agrarboden steigen, Sie haben das ja eindrucksvoll beschrieben, dann bedeutet das doch, dass die Landrenten, das heißt also die Einkommen, die Leute verdienen schlicht aufgrund der Tatsache, dass sie auf knappem Boden sitzen, werden dramatisch zunehmen. Und es wird einer der wesentlichen Gründe sein, warum die Vermögensverteilung vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern dramatisch zunehmen wird, weil dort Bodenbesitz eine hohe Bedeutung hat. Und das wird dazu führen, dass aufgrund dieser Knappheit des Bodens diejenigen, die auf diesem knappen Boden sitzen und gut Geld verdienen, keinen großen Anreiz haben, in andere Bereiche zu investieren. Und deswegen sehen wir jetzt schon, zum Beispiel in China, dass es eine heftigste Debatte gibt über die Besteuerung von Boden. Das wird eine der ganz großen sozialen Konfliktlagen sein. Also ich kann Ihnen da nur recht geben, dass aus meiner Sicht die Bodenfrage neben der Waldfrage, der Ozeanfrage und der übrigen Senkenfrage eines der ganz großen entscheidenden Themen wird. Und wenn Sie sich heute mal anschauen, was Investoren und Investmentberater Leuten empfehlen, dann müssen Sie mal genau hinhören. Was empfehlen Leute angesichts der Finanzkrise, wohl in welche Bereiche zu investieren? In Immobilien und in Land. Vor allem in Land in Afrika. Das ist eines der ganz großen Investitionsprojekte und Objekte. Und das zeigt natürlich, dass die Erwartungen, dass dort nicht Ertragssteigerungen, sondern Landrentensteigerungen stattfinden, zunehmen werden. Und mit der Frage müssen wir uns in den nächsten Jahren intensiv auseinandersetzen. Okay, jetzt gab es zwei Wortmeldungen noch und dann sind wir bald am Ende. Sie mit der Brille bitte. Sie haben Vorstellungen gekostet. Ja, Lukas Merkel. Ich habe eigentlich nur die Anmerkung zu der Ernährungsfrage, dass es eine unendliche Menge an Literatur gibt, dass unsere Agrarböden und alles schon ausreichen, um die Erde zu ernähren, sondern wir müssten nur erstmal in Europa ein Drittel weniger wegschmeißen und in Amerika die Hälfte mal da reduzieren an der Stelle. Und da denke ich, ist auch dann die Bodenfrage vielleicht eine andere, wenn man das mal mit in Betracht zieht, also erstmal auch diese Überproduktion und dann das Wegschmeißen der Lebensmittel damit reinzunehmen, da würde sich das schon anders gestalten, denke ich. Gut, jetzt waren Sie vorne noch bitte. Christian Hecht, Allianz für öffentliche Wasserwirtschaft. Was mich wundert ist, vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir in Deutschland kein Wasserproblem haben. Denn international ist das genauso ein großes Thema wie Land, wenn nicht sogar stärker. Denn Trinkwasser und Grundwasser oder Wasser zur Bewässerung von landwirtschaftlicher Produktion ist ganz entscheidend. Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen, weil wir nähern uns den 20 Uhr. Ganz sicher, ja, bitte, ganz hinten nochmal. Ja, schönen Dank, ein wichtiger Punkt, Qualität der Bildungsstand der Frauen hier eine ganz entscheidende Rolle, ist klar. Wir sind am Ende angelangt, ich wollte beiden Diskutanten nochmal die Gelegenheit geben zu antworten. Ich wollte da die Frage, Herr Ihnhof hat schon angesprochen, der biologischen Vielfalt natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil die neben der Klimafrage die andere entscheidende eigentlich
fast eine wichtige Überlebensfrage ist. Und der Verlust an biologischer Vielfalt weltweit schreitet ja dramatisch fort und kann nicht gestoppt werden. Und da gibt es natürlich erhebliche Zielkonflikte auch zu den erneuerbaren Energien. Ich sage nur Windkraftanlagen, Windkraftanlagen Vogelschlag, Windkraftanlagen Fledermaus, Fledermausopfer, Insekten und. Viele, viele Probleme, wo man einfach sieht, auch die Erneuerbaren sind kein Allheilmittel, sondern müssen begrenzt werden, so wenig wie möglich. Und da wäre man natürlich wieder bei der Grundsatzfrage einer Wachstumsideologie oder überhaupt einer Wirtschaft, wie soll die aussehen? Gibt es nicht eine Wirtschaft, die vielleicht zwar in einigen Bereichen selektiv wächst, aber dafür in anderen dramatisch schrumpfen muss? Vielleicht nochmal an beide, Schlusswort, beide Diskutanten, wer möchte? Ja, also was gesagt worden ist zum Wasser und zu dem Verhältnis von Land, da kann man sozusagen nur voll und ganz zustimmen. Das ist in der Tat ein ganz großes, dramatisches Problem. Ob das gewichtiger ist wie Land, das sei mir dahingestellt. Aber Wasser ist sicherlich eines der ganz großen Themen. Und man muss eben auch sehen, wir haben keine guten Mechanismen, um die Knappheit des Wassers vernünftig zu bepreisen. Das heißt, mit großen sozialen Konflikten verbunden. Das ist ein Riesenthema, das will ich gar nicht bestreiten, aber das ist ein eigenes Thema, das im Rahmen der Welternährung zu behandeln wäre. Zum Thema Bevölkerungswachstum, da kann ich zustimmen. Ich will aber nur auf eines hinweisen, dass wir ja sehen, dass das Bevölkerungswachstum so nicht weitergeht. Ich habe Ihnen auch gezeigt, die Wachstumsraten kommen zum Erliegen. Die Frage ist, wie schnell das geht. Aber es gibt ganz sicherlich ein Mittel, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, das sind Frauen, Frauenrechte, Bildungschancen und Bildungsstand von Frauen. Das schönste Beispiel, das man dort in Anschlag bringen kann, ist Südkorea, wo also sehr gut gezeigt worden ist, dass die enorme Erwerbsbeteiligung der Frauen, die Bildung von Frauen, auch dazu geführt hat, dass relativ schnell das Bevölkerungswachstum zurückgegangen ist. Aber alles das vorausgesetzt, ich glaube, müssen wir uns damit abfinden, dass die Weltbevölkerung in einer Größenordnung zwischen 7 und 9 Milliarden im Jahr 2060-70 sein wird. Das heißt also, wir werden dort mit Zuwächsen rechnen müssen. Und die Menschen wollen ernährt werden, die Menschen wollen sich kleiden, sie wollen auch ein gewisses Maß an Mobilität. Alle diese Herausforderungen müssen da gestemmt werden. Und deswegen glaube ich, dass die Frage des Bevölkerungswachstums genauso wenig wie das Wirtschaftswachstum direkt angesteuert werden kann, sondern dass das ein Ergebnis sein wird eines maßvollen Wirtschaftswachstums in Verbindung mit Verbesserung der Erwerbsbeteiligung der Frauen und einer Verbesserung der Bildungschancen von Frauen. Gut, also die Frage des Bevölkerungswachstums kann ich auch nicht anders beantworten. Ich bin nur skeptisch, was die Frage angeht, dass wir da eine solche Forderung aufstellen sollten, weil ja zumindest nachdenklich machen muss, dass erstens auch die christliche Kultur Europas sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, das ist aber so noch. Und zweitens bin ich dagegen, dass wir anderen Völkern vorschreiben, wie viele Kinder sie kriegen sollen. Sondern ich finde, dass das eine sehr schwierige Thematik ist, weil ich auch kein Anhänger der Situation bin, wie sie in China vorherrscht, die das ja mit diktatorischen Mitteln durchgesetzt haben. Also ich finde, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen eher zurückhalten. Wir sollten eher dazu beitragen, mit unserem Wissen und Können den anderen Ländern, die nicht auf den Entwicklungsstufen sind, zu helfen, eine günstige Energie zu installieren, dass sie sich vernünftig ernähren können, dass auch die Bildungschancen steigen und dann abwarten, ob diese Gesellschaften und Kulturen sich dann dafür entscheiden, wie viele Kinder sie haben wollen. Nebenbei, in Neuguinea gibt es bekanntlich zwei Stämme, die sehr gut untersucht worden sind, die noch vor 25 Jahren in der Steinzeit lebten und im Durchschnitt 6 Kinder hatten. Als die Ernährungssituation und die Bildung verbessert wurde, hat sich die Kinderzahl verdoppelt, weil dort auch die Familien sagen, es ist doch toll, viele Kinder zu haben. Das ist also ein relativ schwieriger kultureller Prozess. Zurück zu uns, vielleicht zu Europa und zu den CO2-Preisen. Ich bin natürlich der Meinung, dass wir dafür eintreten müssen. Aber eine Sache teile ich nicht. Das CO2-Thema, wenn wir es morgen abstellen könnten, nehmen wir mal an, wir hätten eine solche Situation. Die USA sagt, jawohl, wir machen damit, China sagt, wir machen damit. Dann dauert es doch noch sehr, sehr lange, bis wir das Thema erreicht haben, ohne andere Maßnahmen. Und Sie haben vorhin gesagt, bei Kapital geht das nicht. Die Finanzkrise ist eigentlich einfach zu lösen.
dann müssen sich nur die Regierungen morgen einig sein, dass sie das machen und Steuerflucht verhindern, Transaktionssteuer einführen und, und. Das heißt, das ist viel einfacher, als das CO2-Problem zu lösen. Aber wir kriegen es trotzdem nicht hin. Das macht mich skeptisch, dass wir sozusagen nur darauf schauen, sondern wir brauchen eben eine Fülle von Maßnahmen, es zu machen. Und ich bleibe dabei. Ich glaube, dass wir mit unserem Wissen, unserer Technologie eine Menge dazu beitragen können, dass der Prozess weltweit in Gang kommt.